grüße euch in mein Tageshoroskop am 4. August 2017. Als erstes möchte ich euch informieren, dass ich habe neue Aufnahme, ich habe das begonnen und das ist die tägliche Finanzenergie und das könnt ihr schon hier bei YouTube-Kanal anschauen. Und für den heutigen Tag astrologisch, wie wird die kosmische Energie und wie erleben das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die alten arabischen Astrologen beschreiben den heutigen Tag und es vermittelt die Mondbewegung der Stachel. Und bei diesem Stachel ist natürlich die Stachel des Skorpion gemeint, obwohl die Mond hat die Tierkreiszeichen Skorpion schon verlassen. Aber die Stachel des Skorpion wirkt immer noch. Die alten arabischen Astrologen sagen für den heutigen Tag, es ist gut, etwas zum Kaufen, etwas in Besitz nehmen oder investieren, aber wir sollen keinen Vertrag unterschreiben. Wie trifft es die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Ziele und Wünsche und es ist erreichbar. Sie brauchen aber die Leichtigkeit, die Lebensfreude auch, weil das gibt Kraft für die Schützengeborenen. Es ist etwas noch da von der Vergangenheit und hier treffen die Schützengeborenen wichtige Entscheidungen, nehmen dieses in Besitz oder befestigen das etwas von Vergangenheit oder ist es besser loslassen, trennen, kündigen. Und das ist die Orientierung momentan, was die Schützengeborenen betrifft. Aber immer mehr Klarheit kommt und es wirkt auch und kommt langsam im Vorn, weil das dreht sich etwas bei den Schützengeborenen, was auch zum Ziel führt, zum Erfolg führt. Und diese Lebenskraft und dieser Mut, das spüren sie jetzt schon, die Schützengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig die Gleichgewicht, Pflicht und Arbeit, aber auch Freizeit, Lebensfreude im Gleichgewicht halten. Die Steinbockgeborenen befinden sich in einer Situation, was die als ungerecht empfinden und es bringt die Steinbockgeborenen gerade aus dem Gleichgewicht. Und wichtig ist aber die Ruhe bewahren, weil sie brauchen auch Kraft. Und die Lebensfreude gibt auch diese Vergnügen, auch diese Kraft. In den kommenden Tagen kommt einiges in Bewegung, wichtige Gespräche sind zum Erwarten oder Terminen und es ist vorteilhaft bei den Steinbockgeborenen. Sie sollen aber betrachten auch ihren Privatleben, Beziehungen, die Liebe, Partnerschaft und da ist wichtig auch ein Entgegenkommen, Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen anzunehmen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist wichtiges Thema die Partnerschaft und es kommt auch in Form. Aber eine gewisse Unsicherheit oder Unklarheiten sind spürbar, obwohl heute etwas begeistert die Wassermann-Geborenen und kommt auch etwas in Form und hat sich etwas beruhigt. Die Gespräche, die Informationen sind unklar, undurchschaubar. Da sollen Sie die Wassermann-Geborenen genau hinschauen, genau hinhören, etwas noch überprüfen. Bei Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtiges Thema die Liebe-Partnerschaft. Die Fischengeborenen befinden sich aber in einer Wandlung. Ich könnte sagen, ein Heilprozess oder ein Reinigungsprozess. Die schließen immer mehr ab von der Vergangenheit und geben Chancen für etwas Neues. Und es kommt auch in Form. Wie ich schon sagte, es wird in der nächsten Zeit ein wichtiges Thema sein, die Liebe, Partnerschaft. Und es kommt auch im Fluss. Die Gespräche sollen die Fischengeborenen achten, weil jemand wartet auf ein Nachricht und die Fischengeborenen sollen selbst diesen Kontakt pflegen oder diesen Kontakt wieder aufbauen, auf jemand zuzugehen.
Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema die Berufung, aber auch das Ansehen, die Anerkennung oder Lob. Bei vielen Wiedergeborenen hat eine Reise auch eine wichtige Bedeutung. Vielleicht hängt es zusammen auch mit der beruflichen Situation. Es sind Möglichkeiten und Chancen da, auch die Kraft und die Mut, etwas Neues zu beginnen. In die Liebe, Partnerschaft, was die Gefühle betrifft, da sind ein gewisse Einschränkungen da. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema die berufliche Situation und die Stiergeborenen fühlen sie sich ein bisschen beengt in diesem Hinsicht. Sie möchten etwas verbessern oder sogar verändern, aber die Möglichkeiten sind begrenzt oder fehlt die Mut, etwas Neues zu starten. Aber in den kommenden Tagen kommt Unterstützung, gute Gespräche oder eine gute Nachricht, ein wichtiger Termin oder kommt etwas in Form, also Einflüsse von außen, was die Stiergeborenen dann befreit und hilft auch. In erster Linie, was die Finanzen betrifft und die beruflichen Situation betrifft, aber in die Liebe, Partnerschaft wird auch schöne Momente geben bei den Stiergeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg. Sie werden ihre Ziele erreichen und es kommt immer mehr in Form, immer mehr Klarheit, immer mehr Orientierung und sie werden das auch erreichen und die Möglichkeiten sind da. Auch die Chancen, aber auch die Kraft und die Mut und die Zwillingsgeborenen beweisen sich das auch. Sie bringen etwas gerade zum Erfolg, weil es ist ein Aufstieg bei den Zwillingsgeborenen. Was die Zwillingsgeborenen dazu benötigen, natürlich die Luft und die Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig die Emotionen, das im Gleichgewicht halten, die innere Ruhe bewahren. Wichtiges Thema ist auch die Liebe, Partnerschaft. Und da ist wichtig ein Entgegenkommen, Gefühlen zeigen oder annehmen, auf anderen zuzugehen. Aber eine gute Nachricht, und das kann auch einen anderen Inhalt sein, kann eine berufliche Situation betreffend sein, oder was die Finanzen betrifft, aber jedenfalls eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen brauchen ein inneren Gleichgewicht. Und hier ist wichtig bei den Löwengeborenen klare Entscheidungen treffen. Wann ist es angepasst, die Meinung sagen oder selbstbewusst auftreten oder Kraft zu zeigen, aktiv zu sein und wo ist es besser, zurückhaltend sein und schweigen. Und genau das sollen sie feinfühlig gerade die Löwengeborenen ausgleichen. Bei jeder Situation ist es etwas anderes. Manchmal ist es besser, zeigen, was sie können oder ihre Meinung vertreten. Manchmal ist aber klug nichts sagen. Bei den Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtiges Thema die Werte, auch das Selbstwertgefühl und auch die Finanzen, weil das bringen die Jungfraugeborenen gerade in Ordnung. Aber nicht nur die Finanzen sind gerade wichtig, sondern auch die Liebe, Partnerschaft. Und da ist etwas Angenehmes zum Erwarten bei den Jungfraugeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen. Aber sie fühlen sich aus dem Gleichgewicht geraten, weil etwas läuft ungerecht. Es ist nicht einfach, da Ordnung zu bringen. Wo die Waagengeborenen achten sollen, ein Ausgleich zu finden. Und es ergibt sich die vertraute Umgebung, wie Verwandtschaft oder Nachbarschaft, weil das gibt Erfolg, Lebensfreude, gute Kontakte und das schenkt inneren Gleichgewicht bei den Waagengeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist auch sehr wichtig die Sicherheit, Stabilität
Und es gibt die eigene Zuhause, die Familie. Und das gibt Kraft gerade bei die Skorpiongeborenen. Viele möchten das auch befestigen oder etwas in Besitz zu nehmen, wie zum Beispiel ein Haus bauen, das anfangen oder kaufen. Und da eignet sich ganz gut die Zeitqualität. Kommt auch etwas in Form. Und die nächste Zeit ist eine gute Nachricht zum Erwarten. Denn auch die Erfolg, die Sicherheit, Stabilität und die Liebe, Partnerschaft haben die Skorpiongeborenen auch gerade Glück. Und das war mein Tageshoroskop. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und ich freue mich natürlich auch auf die Kontakte. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.